Das mobile Studio, wie immer, mobil und diesmal richtig. Wir bewegen uns und sind in den Gassen von unserer wunderschönen Altstadt. Das Thema passt perfekt. Bern in 3D. Es geht um Geoinformation und bei mir ist Christine Früh, Leiterin von Geoinformation der Stadt Bern. Herzlich willkommen, Christine. Merci vielmals. Hallo, Brian. Wir sind in unserer Stadt und wir werden über Bern in 3D reden. Wie gefällt es dir mehr? 3D visualisiert oder echt 3D? Ja, selbstverständlich beides. Also Bern in Natur kannst du ja nicht toppen, aber in 3D digital gehört sie ja dazu. Eben, sie gehört dazu, 3D digital, sie gehört aber noch nicht so eigentlich lang zu unserem Alltag, dass man sie 3D erkunden kann. Sagen wir mal, die meisten kennen Google Maps, aber bei euch, bei der Geoinformation, ist es dann doch noch viel sophistizierter oder, als Google Maps? Ja, das ist es. Es ist genauer, es ist aktueller. Es gibt schon ein Zeitchen. Es war einfach noch nicht so aufbereitet, dass jetzt jeder Mann und jede Frau davon profitieren kann. Aber wir in der Verwaltung, im Fachpublikum, können es jetzt schon fast 20 Jahre nutzen. 20 Jahre, die Visualisierungen und es sind eben wirklich ganz genaue Daten, eigentlich, die ihr dort einpflegt. Was ist mit dem alles schon gemacht worden? Weißt du, dass die Leute daheim wirklich wissen, wie man das einsetzt? Ja, da ist verschiedenes schon gemacht worden. Mal einfach etwas abbilden, etwas zeigen, etwas visualisieren hat man gemacht. Man hat Variantenstudien gemacht für Bauprojekte, wo man hat geschaut, ja, wie sieht jetzt so ein Bauprojekt aus, was würde sich eignen, was vielleicht weniger. Man hat schon Analysen darauf gemacht, dass man auswertet, weil ja, die Stadt besteht eben nicht flach aus einem Plan, sondern die besteht aus 3D. Und wenn man irgendetwas analysieren, simulieren will, dann ist es wichtig, dass man 3D-Daten hat. Und auch so in diese Richtung hat man schon Sachen gemacht. Gerade unsere Stadt, oder? Wir sind eben wirklich nicht eine flache, langweilige Stadt. Es ist sehr ein hügeliges Terrain, oder? Gerade unsere Stadt, ja. Ist, glaube ich, eine Challenge für viele so Geo-Informatiker und Co., oder? Ich würde jetzt nicht sagen, es ist eine Challenge. Es ist eine, ja, es ist eine Spezialität von Bern, dass sie eben so hügelig ist, dass wir vom tiefsten Punkt bis zum höchsten Punkt etwa 200 Meter Höhendifferenz haben. Aber ja, digital ist digital und 3D ist 3D. Ob jetzt ein höherer Geländeunterschied hat oder nicht, spielt jetzt nicht so eine Rolle. Wenn du jetzt wenn du dran seid, weißt du, das Modell dauernd weiterzuentwickeln und du arbeitest, verlierst du manchmal schon so in diesen Modellen? Oder weißt, ist das so wirklich eine Leidenschaft von dir, dass du gehst schauen, die gehst rumklicken? Ja, das kann schon passieren. Also ich verliere mich auf Karten oder auf Plänen. Also da bin ich sehr affin, sonst würde ich auch nicht in diesem Thema arbeiten. Aber selbstverständlich, wenn wir es noch in die dritte Dimension bringen und im Modelling arbeiten, ja, kann ich mich darin verlieren. Ich kann mir auch sehr viel vorstellen, was man damit machen könnte, wo andere Dienststellen, jetzt nicht wir als Geoinformation Stadt Bern, wir stellen ja nur Grundlagen bereitstellen, wo eben andere Dienststellen damit arbeiten können, Private damit arbeiten können, Auswertungen machen können. Doch, ja, ist nicht enden wollend. Private, die damit arbeiten können, ist vielleicht auch noch spannend. Wir haben sicher auch Leute aus der Privatwirtschaft, die jetzt zuschauen. Was ist so ein Anwendungsbeispiel, wo private Firmen diesen Dienst brauchen können oder auch private Personen, die vielleicht etwas bauen wollen, als Beispiel? Ja, also jetzt haben wir ja seit dem August das Modell in einem Viewer für die Öffentlichkeit bereitgestellt, wo mal Bevölkerung oder auch sonst Interessierte mit diesen Daten können auswerten, können drin rumklicken, schauen zum Beispiel, wie hoch das Münster ist, wo jetzt da gerade vor uns steht. Sie können Daten überlagern, sie können Schattenwurf berechnen von ihrem eigenen Haus, wie der Schattenwurf aussieht, am Morgen früh, am Abend spät, im Winter, im Sommer. Also da gibt es verschiedenste Möglichkeiten. Jetzt in diesem Jahr sicher so ein bisschen, ja, zu vergnügen. Und dann kann man die Daten aber selbstverständlich auch beziehen oder mit eben Bauprojekten machen, selber Visualisierungen machen. Und was wir als Stadt, die Privaten, ja auch brauchen, ist, wenn wir eine Studie machen wollen, Visualisierungen, Analysen machen wollen, wo wir die Daten auch privaten Firmen, die im Auftrag von uns eben so Untersuchungen machen, zur Verfügung stellen. Ich würde sagen, wir sind vor dem Münster und du hast ja uns ein Video zur Verfügung gestellt, was um das Münster geht. Ich würde sagen, wir schauen mal rein und du erzählst einfach, was man da sieht. Ist gut? Ja, ist gut. Machen wir.
Also, da gehen wir doch gerade auf Play. Ja, also da sind wir jetzt eben in diesem öffentlichen Viewer, wo wirklich jeder Mal, jede Frau kann darauf zugreifen, wo man sieht, was wir für Daten haben, Gebäude. Dann haben wir Bäume, die man eben einblenden kann in zwei verschiedenen Formen. Man kann ein Gebäude abfragen, indem man draufklickt. Man sieht die Adresse dazu, man sieht die maximale Gebäudehöhe. Jetzt hier habe ich eine Funktion, die ich messen kann in diesem Modell, wo ich sehe, wie die maximale Höhe von dem Münsterturm ist, ob er jetzt eben über 100 oder unter 100 Meter ist. Ich kann hier einen Schattenwurf simulieren und ich sehe, wie der Schatten wandert. Ja, das sind so Themen, die ich hier innen machen kann. Wahnsinnig spannend eigentlich, aber wenn man das jetzt da so anschaut. Ja, ich habe zum Beispiel nicht genau gewusst, wie hoch das Münster ist. Ich war schon mehrmals da oben, aber ich wusste, es ist hoch. Aber ich habe jetzt festgestellt, also die Linie, die du ziehst, von Zoberst bis unter auf den Münsterplatz, ist über 100 Meter. Ich glaube, die schräge Linie genau, ist schräge. So, wenn wir nachher die senkrechte würden, nein, ist glaube nicht ganz 100 Meter. Ah, ja, nicht ganz 100, aber... Aber, also, wir sagen jetzt, so umgangssprachlich, es ist 100 Meter. Und weißt du, die Vegetation, finde ich auch noch spannend, wenn man das so anschaut, oder die Vegetation, die Bäume. Wie werden die dauernd aktualisiert? Weil die sind ja nicht immer gleich. Manchmal wird einer gefällt. Das ist sehr eine dynamische Geschichte. Das ist so. Das ist so. Das ist natürlich bei einem Modell immer das Thema. Es ist eine Modellierung von Realität. Und wir müssen mit gewissen Abstraktionen können umgehen. Und wir müssen auch mit gewissen Lebenszyklen können umgehen. Und wir können jetzt das Modell ja nicht dauernd aktualisieren. Es gibt Themen, wo wir laufend einbringen können, zum Beispiel wenn es Bauprojekte gibt, wo wir über Baubewilligungsverfahren zu Informationen kommen, dann können wir die in das Modell einspielen. Es hat aber ganz viele Sachen da drin, wie jetzt die Grundinformation der Gebäude oder auch die Vegetation, wo wir aus Laserscanning-Aufnahmen und Luftbilder-Aufnahmen gerechnet haben. Und die haben wir bis jetzt alle vier Jahre nachgeführt. Aber das ist noch spannend, eigentlich, so, wo dass ihr die Daten hernehmt. Wer macht das dann? Weißt du, die Laseraufnahme und die Luftscanning-Aufnahme? Ist das Swisstop oder kauft man das ein oder macht ihr das selber? Nein, das machen wir nicht selber. Das geben wir in Auftrag bei Firmen, wo wir eine Ausschreibung machen und nachher es mehrere Firmen gibt hier im Raum, die so Sachen können machen können. Und eben das letzte Mal haben wir es im Jahr 2020 gemacht, wo wir eine Laserscanning und eine Luftbildbeflügung gemacht haben. Das heisst, die Bäume, die wir hier sehen, das sind die Bäume von 2020? Genau, genau. Also das, es gibt gewisse Sachen, die man nachführen kann aus dem Baumkataster raus. Aber das sind natürlich längstens nicht alle Bäume, wo wir in Stadt Bern haben. Stadt Bern, wenn man jetzt hier drauf schaut, auf den Viewer, wir haben sehr, sehr viele Bäume. Die Stadt Bern ist sehr grün. Und ja, ein Teil kann man nachführen, aber der grössere Teil ist halt vierjährig, bis er das nächste Mal nachgeführt wird. Und was auch immer spannend ist, oder? Wir sind ja die Stadt Bern, für uns ist die Aare wichtig und die Aare ist sehr präsent, jetzt vorhin haben wir gesehen auf diesem Video natürlich. Nach dem Hochwasser tut sich ja auch immer so der Aarenlauf ein bisschen ändern. Ist das so etwas, was man dann nachführt? Nein, machen wir. Also im Rahmen von dieser vierjährigen Aktualisierung, wo man das Gelände nachführt, dann schaut man die ganze Stadt an. Aber nicht, dass wir nach einem Hochwasser, in diesem Detailierungsgrad, müssen wir es schon nicht auswerten, dass wir nach dem Hochwasser da noch alle neuen Sandbänke würden erfassen würden. Aber also, ich schaue jetzt her, also aus meiner Sicht stimmt es immer noch. Es ist wirklich sehr, sehr toll. Also wenn ihr das wollt machen, wir haben sogar jetzt für euch einen QR-Code, den wir gleich einblenden. Der QR-Code, gell, der führt direkt jetzt auf das öffentliche deutsche Stadtmodell. Ja, das ist genau so. Also, die wirklich alle damit hoffentlich können arbeiten können und das nutzen. Ja, tut nicht dort ein bisschen verdörlen, das ist wirklich eine tolle Sache. Man kann wirklich Stunden damit verbringen, die Häuser zu suchen, wo man mal drin hat gewohnt oder alle Wohnungen abklappern. Es ist wirklich extrem spannend zu sehen, wie sich das entwickelt. Merci vielmals, Christine, für den Einblick in die tolle 3D-Welt. Sehr gerne geschehen. Merci für das Interesse. Weiterhin dir einen schönen Tag und auch euch weiterhin einen schönen Tag. Ihr wisst, es geht noch weiter bis etwa um 6 Uhr ist hier das Programm in wirklich voller Pracht für euch live. Aber wenn ihr es verpasst oder wenn ihr etwas habt verpasst, könnt ihr jederzeit auf Replay alles nachschauen.